Jo, schönen guten Tag, der Ehre ist wieder da. Wir spielen Greedfall und ja, wir sind in der Hikmet-Region angekommen und da sind irgendwelche komischen Tiere. Wir wollen hier mit einem Botschafter reden. Also wir müssen, hat unser Cousin gesagt, wir sollen das machen. Was seid denn ihr für lustige Viechers? Tja, es ist gerade ein wenig schwierig. Drüben sind Schafe. Dies erkenne ich. Also zumindest klingen sie wie Schafe. So, na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Hier ist ein Karawanenheini. Also beim nächsten Mal fahren wir mit dem Karawanenheini nach Neu-Serwin zurück. What are you doing there? I'm hunting. I'm waiting for a rabbit to stumble into my traps. Rabbit hunting? Within a stone's throw of an outpost? You take me for a fool. What are you really doing here? I'm keeping watch. Please, you could pass for a tribe brother. Do not tell the guards. I beg you. Hier ist ein Eingeborener. Und die sagen alle, ich würde so aussehen wie die Eingeborenen. Das macht mir schon wieder Angst. Ich bin der Herr Desardet. Ich bin ein großer Könner. So, jetzt schauen wir. Ja, guten Tag. What's your destination, my lord? Just into town. I am an emissary of the congregation and I'm here to discuss matters with your governor. Why the checkpoint? We've got orders to verify all comings and goings. The roads are becoming dangerous. Ja, do you have anything gefährlich. Particular to report? Nee. Komm. Nothing out of the ordinary. Well then, good travels, my lord. Nein, ich lasse mal die Eingeborenen Eingeborene sein. Vielleicht sind das ja gute Verbündete. Die wir hier dabei haben, ist ganz nett auf jeden Fall. Wer bist denn du? Nee. Die sehen auch lustig aus hier, die Typen. Du hast etwas entdeckt, den Außenposten. So bin ich. Ich bin ein Entdecker von Außenposten. Okay. Stimmt, die Brückenallianz, das waren also die Gelehrten und Turbanträger. Ich finde ja tatsächlich, das ist ganz schön groß und viel so. Oh Gott, guck mal da hinten. Da ist eine richtige Stadt. Ich dachte, weil jetzt mal ohne Mist, das hier ist das, was man erwarten würde, wenn eine neue Welt besiedelt wird. Also jetzt mal bloß mal so zum Spaß. Also so würde ich mir das vorstellen. Das da, da muss da schon viele Generationen da sein. Also das weiß ich nicht so richtig, ob ich das jetzt geil finde. Achso, wir sollen ja Lager aufschlagen. Ah, und von hier aus können wir weiterreisen. Okay. Das hat so, es hat schon so ein paar spannende, lustige Ideen, so dieses Spiel. Da kann man gar nichts sagen. Das ist schon ganz witzig. So, aber das hier halte ich zum Beispiel für ein bisschen viel. Vor allem, es sieht halt auch schon aus, als würde diese Stadt schon 100 Jahre hier stehen. Wann haben wir denn diesen Kontinent entdeckt? Das ist doch noch gar nicht so lange. Oder? Da hieß es doch, ja, wir sind jetzt hier und wir erobern und entdecken gerade. Und hoffen, dass wir ein Heilmittel gegen dieses Mal, was auch immer, finden. Also das ist schon... Oh, wer bist denn du? Eine Bürgerin der Allianz. Okay. Denn wer sich Allianz versichert, der hat gänzlich ausgekichert. Eine Arkebuse. Eine Arkebuse. Zeig mal her, ja. Oh ja, die kann... Oh, 400.
400 ist nicht schlecht. Es reicht nicht, aber es ist nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, 400, eine Arkebuse. Brumm, 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 brumm. So, naja, dann gehen wir mal hier rein. Halt! Your names, titles and business at hand. Sir de Sade, emissary of the Congregation of Merchants on Tir Fridi. I have come to present my regards to your governor. Your papers seem to be in order. Welcome to Hikmet, Your Excellency. Mensch. Das ist aber schön. Ich muss mal nicht hier 180 Quests erfüllen, um irgendwo rein zu dürfen. Bin ja begeistert. Come closer. Come closer. All my way. Die neuesten Innovationen. I am honored to receive such. You will not regret it. And all. Zeig mal. Oh. Zwei Händler des Majoren. Okay. Eieieiei. Infanteristen-Arkebuse. Ach, herrje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 j
Okay. Ja, es gibt hier keine Übernachtungsmöglichkeiten. Das ist ein bisschen ärgerlich. In die Groschenarena, okay. Also das scheint tatsächlich überall leicht zu sein. Und hier wird man wahrscheinlich dann auch mit der Stufe Instant fortsetzen. Dann schaffe ich jetzt, da muss ich nochmal rausgehen. Dann muss ich sie jetzt ans Lagerfeuer schaffen. Da ist ja dieses Lager gewesen. Und ich scheine hier keine Unterkunft zu haben. Wir haben keinen Platz hier in der Unterkunft, in der Herberge. Ja, und dann müssen wir mal durchtauschen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber es ist halt leider nicht zu vermeiden. Da wollte ich hin. Genau. Okay. Hikmet. Krass, 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 krass. Na, hier geht's ja zur Sache, du. Oh, Moment, Eleganski. Ich muss mal kurz dem Eleganski Bescheid geben. Ja, Entschuldigung, ihr müsst kurz warten, das ist jetzt so. Das ist jetzt so. Und dann mache ich. Ich muss nur sagen, dass ich jetzt diese Folge noch zu Ende spiele. Und dann wollen wir noch eine Runde was anderes spielen. Wie das immer so ist. Es ist ja schließlich Corona, da muss man irgendwie die Zeit anderweitig rumkriegen. So, dann gehen wir zum Außenlager. Versammle meine Gefährten und dann. Ja, dann nehme ich Siora gerade mal nicht mit und nehme Vasco mit. Okay, so, weil sie kann sich nicht beherrschen und dann sind wir im Krieg und dann läuft das hier bestimmt ganz übel. Das wäre auch witzig eigentlich. Eigentlich sollte man sie mitnehmen. Nur um ihn zu ärgern. Aber so will ich jetzt mal nicht sein. Okay. Dann schauen wir mal nach dem Gouverneur und was der so sagt zur Lage der Welt. Ja, ja, komm closer, ja, ja. Und dann verkaufst du mir irgendwelchen Heck, den ich mir nie leisten kann. Ich bin ja quasi schon ganz schön pleite hier, das merkt man schon. Und dann schauen wir mal, was der Gouverneur der Brückenallianz sagt, wenn da abgesandt in der Ranzklamotte. Das muss ich ehrlich sagen, ich renne hier rum wie der letzte Streuner, ey. Das ist jetzt schon. Freunde, jetzt mal ohne Mist. Das ist faul. Das ist der gleiche Palast. Guck mal, da hast du hier drüben eine Tür. Die nicht aufgeht. Und dort hinten in der Athletenkammer sitzt der diplomatische, was auch immer, Heini. Okay, hier ist ein bisschen anders, aber es ist tatsächlich schon. Das ist ja. Ja, gut, es ist nicht eins zu eins, aber es sieht sich schon ein wenig ähnlich, oder? So. Jetzt geht's hier hoch und oben ist der Audienzsaal. Daneben ist sein Büro links und rechts sind die Privatgemächer. Ja. Ach Mensch, das ist ein bisschen schade, Freunde. Your Excellence, it is an honor to meet you. Allow me to present my sincerest regards in the name of the Congregation of Merchants. And allow me to wish you and your cousin a warm welcome to the island, in the hopes that this visit will help prolong the profitable relations between our two nations. Likewise. Nevertheless, another question brings me. The Malachor. The Prince d'Orsay hopes that these new shores will bring us new possibilities. Even a remedy. It is an area that concerns us greatly, but be assured we are studying it acutely. Our doctors and alchemists are particularly interested in the flora of the isle. Mm. It's extremely varied. Der Malachor muss geheilt werden.
In fact, we have sent a group of explorers into a very promising sector. Alas, we've had no news from them for quite some time now. We are hoping that nothing has happened. We would have sent a patrol to investigate, but we cruelly lack the means to do so. Ich will schon wer suchen soll. Natives have proven aggressive, even hostile to our studies, and have attacked us regularly. We are obligated to maintain all of our able-bodied men here in order to protect the city. But we would be happy to share with you the results of our research if... Your Excellency. This insolent interruption is untimely and unwelcome. I deeply regret, Excellency, but one of our frontier posts has just suffered a brutal attack. Report then and be precise. The natives attacked us by surprise. Our men were massacred. Our frontier post is lost. Oh yeah. One more act of barbary. Dismissed, soldier. Where was I? Yes. We would be most pleased to share our discoveries with our allies if your cousin would send us a party to help us find our lost expedition. I could show you to which region they were sent. I thank you for the information and will let him know. If you are of a mind to accord me another request, I would be truly grateful. Oh, jetzt hat er Aufgaben. As you have not failed to observe, our troops as well as our caravans have been suffering incessant attacks. The merchants, including your own, are raided, often killed, and certain goods have become scarce. Captain Reinhild, who commands our outpost in the plains, has communicated his incapacity to protect them. Considering that certain of your own fellow countrymen are involved, you would like me to lend a hand? I will see what I can do, Your Excellency. Would you like to speak to me about any other subject? I have to go. Look forward to seeing you again. Farewell, my lord. Ach du Schande, das ist natürlich grenzwertig hier. Uiuiuiuiuiuiuiui. Also, weiß ich gerade nicht so richtig, was ich davon halten soll. Teleme, gelange ins Dorf. Nebenquests, Erkundung, Kartografie. Schlage ein Lager in der Region. Hikmet auf, ja. Fußstapfen im Wasser, Seraphedin. Okay. Aufstrebender Händler. Vignamir. Champion der Arena. Unter Phantomen warten. Angriff auf Karawanen. Sprich mit dem Hauptmann des Außenpostens. Das machen wir. Ja, ich glaube, das geht auf unsere Kappe mit dem Außenposten, weil wir ja nichts gesagt haben, dass dort einer vor dem Tor sitzt. Ah, das ist auch so ein Spiel, was dann sehr schnell schießt. Naja, dann möge es so sein. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Eiderdaus, Eiderdaus, Eiderdaus. Das ist natürlich alles ein bisschen grenzwertig hier. Aber ist okay, wir schaffen das schon. Gehen wir erstmal gucken, was der hat und dann werden wir weitersehen. Ob er überhaupt irgendwas zu meckern hat oder was los ist. Alle tot, würde ich behaupten. Ja, guck mal, sind doch noch da. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? Ja. Governor Burren has asked me to help you fight against the caravan attacks. Could you tell me precisely what's going on? For weeks we have been harassed by the savages. They're waiting for groups of soldiers or caravans to be out of sight of the outpost. An attack with incredible violence. They don't just steal goods or equipment. They kill without mercy. Only one man survived their last attack. He's here in a sorry state. Do you think you can answer a few questions? Yes, but take it easy on him. I'll make sure I do, Captain. Okay, befrage den überlebenden Händler. Da unten.
My name is Desardé. I'm the legate of the congregation. I was informed that your caravan was looted and that you were the sole survivor of the attack. It's true, Your Excellency. It was awful. All those deaths. The violence. We followed the recommended precautions to the letter, but it was useless. How did the attack happen? We traveled all day. We were exhausted, and night was approaching. We knew we were not very far from the outpost, but we couldn't go any further. So we camped away from the road, trying to stay out of sight. Alas, it was in vain. That's when they struck, in the middle of the night. Were there several attackers? I counted five, maybe six. But others were hiding in the woods. I'm sure of it. If they only had their usual stone weapons, we may have hoped to escape them. But their weapons were inflamed. I have never been so scared. Das sieht aber anders aus, du. What were you transporting? Mostly food, but also herbs and other ingredients for scientists. Did the attackers take it? Everything was a blur. I don't know if they intended to steal or destroy it. Unfortunately, my companions died while trying to protect my cargo. Are you saying that the looters started by attacking your cargo? Yes, Your Excellency. Maybe more of us would have survived if we'd all fled. You mentioned recommended precautions. Yes. Since attacks occur often, we were given a number of precautions to avoid them. Do not travel at certain times. Do not camp near the road. Do not light any fires. All of it was useless. It would have been better to recruit guards to escort us. Based on what you're saying, the attacks were very targeted. They must have a camp near the outpost to monitor the road. But what is their goal? Why attack all the caravans along this route? They must want to cut off the supply lines to Hikmet. We'll go to the scene of the attack. I might find something there to help track these rebels. Haha. Ich glaube, ich habe das echt ein bisschen verkackt. Ich will jetzt tatsächlich nochmal in das Lager. Ich werde jetzt die Guste wieder mitnehmen. Ich denke, das ist vielleicht ganz cool, wenn wir hier so eine Indianerfrau dabei haben. Ich weiß, die sind anders, aber es ist ja von der Idee, ist es ja schon so ein bisschen hier. Die Indianerabteilung, oder? Ja, ist es. Bring die Gefährten zusammen. Ich will dich mitnehmen, Schatz. So. Green blood, my friend. I must leave you. Green blood, my friend. Oh! I must leave you. Okay, die bleiben trotzdem hier stehen, alles klar. Das ist ein bisschen seltsam. Na gut, na gut, na gut, na gut. So, jetzt schauen wir mal. Ja, da kommen sie. Gut, denn hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt, einfach Kurt. Was ist denn hier oben eigentlich? Wir scheinen ja nur doch ein bisschen länger zu bleiben. Keine Vorräte für mich, ihr seid ja wohl frech. So, dann schauen wir mal, was hier passiert ist. Was ist denn eigentlich mit dem Hasenjäger hier? Ist der noch da? Sitzt der noch hier im Busch? Ne, der ist abgehauen. Okay. Hier ist schon ganz schön Krieg jetzt. Ja, ihr Kunde. Oh, die Viecher sind aber. Things are about to get dicey.
Ei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, die Viecher sind aber zornig hier. Alter Marsch, muiuiui. Okay. Ja, gut. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich mache an der Stelle Schluss, weil wie gesagt, der Alter Jansky hat mir geschrieben, ich muss heute mal eine kurze Folge machen, damit ich mit dem noch ein bisschen Blödsinn anstellen kann. Das heißt, im Umkehrschluss, ich sage vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal in diesem Kino. Ciao, ciao, der Ära.